Hallo, hallo, hallo. Einen wunderschönen guten Abend, guten Mittag, guten Morgen wünsche ich dir. Bei uns hier ist es gerade Abend. Vielleicht bist du noch live hier dabei, findest mich noch oder schaust dir die Aufzeichnung an. Lass uns mal ein bisschen Tacheles reden. Lass uns mal ein bisschen Tacheles reden und mal ein bisschen offen und ehrlich miteinander reden. Du hast mich hier irgendwie gefunden, auf welchen Seiten auch immer, wo es ganz offensichtlich um das Thema geht: Entdecke und lebe deinen Seelenplan, kreiere deinen Seelenberuf und empfange Seelenfreude Geld, wie ich das immer so gerne nenne. Und ich höre so oft, ich würde oder immer, das war ja auch mal meine Intention, als ich mich auf den Weg gemacht habe, ich will frei leben, ich will selbstbestimmt leben, ich will mehr Geld haben, ich will mehr Freude im Leben haben, ich will mehr Gesundheit haben, ich will mehr Leichtigkeit, ich will mehr Spaß. Ich will mehr Menschen um mich herum haben, die ja auch auf meiner Wellenlänge auch schwingen, die auch mehr vom Leben wollen. Ich möchte meinen eigenen Weg erkennen. Ich will mein eigenes Ding machen. Ich möchte mich von Krisen im Außen lösen. Was auch immer. Was auch immer in deinem Ich-will-Satz da vervollständigt wird. Du darfst dir über eins im Klaren sein. Oder auch im Klaren werden. Willst du es selbst wirklich? Oder, und das ist ein Riesenunterschied, und sei da ehrlich zu dir, es wäre ja schön, wenn. Aber wenn nicht, na dann halt nicht. Ist nichts verkehrt dran, verstehe mich nicht falsch. Nur solange du dich selbst nicht wirklich dafür entscheidest, wirklich dein Leben zu verändern und es in dir denkst, naja, es wäre ja schön, wenn, können keine Veränderungen im Außen eintreten. Wirst du immer, sorry für die Offenheit, aber ich möchte dich einfach mal ein bisschen wachrütteln, deshalb mal auch unter der Ankündigung, lass uns mal ein bisschen Tacheles miteinander reden. Es wird sich nichts in deinem Leben verändern. Wir alle sind ein Teil dieses großen Ganzen. Es ist alles eine riesengroße Energie, unvorstellbar für unser Spatzenhirn, wie groß und unendlich dieses Universum ist, wie groß und unendlich diese Energie ist. Und jeder von uns ist ein Teil dieser großen Energie. Und es gibt hier Naturgesetze. Es gibt Naturgesetze, denen kann niemand von uns sich entziehen. Und nur mit diesen Naturgesetzen erschaffen wir uns unsere Lebenswirklichkeit im Außen. Mit nichts anderem. Erst ist immer ein Gedanke zu etwas da, die Idee. Der zweite Schritt ist dann, das fühlt sich gut oder nicht gut an, das fühlt sich gut oder schlecht an. Der dritte Schritt ist dann, daraus resultierend, komme ich ins Handeln. Und aus jeder Handlung, die ich mache, entstehen entsprechende Resultate. Auch wenn ich nicht handle, entsteht das Resultat, dass sich im Außen nichts ändert. Aber es ist ein Resultat da entstanden. Und der nächste Schritt ist dann halt auch einfach wirklich dafür zu gehen. Guck mal, ich bringe ein anderes Beispiel. Wenn du gerne Tomaten isst und du willst gerne selbst Tomaten ernten, wenn das dein Ziel ist, du willst einen Garten haben und selbst Tomaten ernten, dann kann das nur funktionieren, wenn du auch den Samen holst, den säst, das Pflänzchen immer wieder wässerst, ihm Aufmerksamkeit dahingehend schenkst, damit du Tomaten ernten kannst. Du kannst nicht erst Tomaten ernten und dann säen. Das kann einfach nicht funktionieren. Und deshalb mal bitte, nimm das mal auf.
Willst du wirklich deinen Seelenplan entdecken? Willst du wirklich daraus dem Ruf der Seele auch folgen, also auch deinen Seelenberuf kreieren? Willst du wirklich auch deine finanzielle Situation dahingehend ändern, dass du Seelenfreude Geld empfängst, dass auch Geld einfach immer da ist? Das war mit mein größter Motivator. Ich wollte mir einfach keine Gedanken mehr machen wollen über Geld. Ich wollte einfach haben, dass Geld da ist. Wenn ich mir was kaufen will, dann ist halt einfach Geld da. Wenn ich eine Reise buchen will, ist einfach Geld da. Wenn ich von A nach B fliegen will, buche ich einfach. Das waren so meine Ziele. Und war das immer einfach, mich da wirklich zu committen, das an erste Priorität zu setzen und zu sagen, alles andere, ganz wichtiger Aspekt, alles andere in meinem Leben, an Gewohnheiten, an Umfeld, an Bedingungen im Außen und. Was nicht förderlich für dieses Ziel ist, das blende ich jetzt einfach mal aus. Mein Fokus geht jetzt mal ganz aktiv nur in diese eine Richtung, in das freie, selbstbestimmte, glückliche Leben auf die Art und Weise, wie ich selbst es jetzt wirklich für mich und im zweiten Schritt auch für die Familie haben möchte. Wann? Auch ein weiterer wichtiger Aspekt für mich, Familie mit im Boot zu haben. Mein Mann, unsere Kinder. Also denen das Vorbild auch zu sein, dass sie nicht mein früheres Leben nachmachen oder unser früheres Leben. Und wenn du Mama bist, ist das wahrscheinlich auch dein größtes Herzensanliegen, dass deine Kinder glücklich sind. Nur unsere Kinder ahmen uns nach. Und solange ich mich mit meinem Leben arrangiere, gucke, wie ich über die Runden komme, tagsüber Dinge machen, die mir überhaupt keine Freude machen, die mir keine Energie schenken, die mir Energie rauben, wenn ich mich damit arrangiere, mit irgendwelchen Disharmonien auf der körperlichen Ebene, weil meine Seele mir Botschaften auf der körperlichen Ebene schickt, in Form von Krankheitssymptomen, wie der medizinische Bereich das nennt. Dann werden auch die Kinder das nachahmen, ob du das willst oder nicht. Wenn du radikal ehrlich zu dir bist und Kinder hast, wirst du sehen, wie sehr deine Kinder auch Themen schon nachahmen. Und das ist auch der Grund, warum du vorgehen darfst. Und auch das werden deine Kinder dann nachahmen. Die Menschen, die zu dir gehören, die werden dann mit im Boot sein. Aber an allererster Stelle darfst du dir selbst mal drüber im Klaren sein, will ich jetzt wirklich ernsthaft in eine andere Richtung gehen? Und dann darfst du heute, hier und jetzt auch eine Entscheidung für dich treffen. Wenn du in dir die Wahrheit findest, naja, es wäre ja schon schön, wenn ich meinen Seelenplan mal wüsste, wenn ich mal wüsste, was der wahre Grund meines Daseins hier ist. Aber wenn das in diesem Leben jetzt nicht passiert, nö, dann ist auch gut. Ist nichts falsch dran. Machen die meisten Menschen da draußen. Ist nichts falsch dran. Ist aber auch eine bewusste Entscheidung. Und mit dieser bewussten Entscheidung dürfen wir dann natürlich auch aufhören zu jammern. Weil es dann im Außen einfach andere Dinge gibt, die uns nicht so gefallen, aber damit dürfen wir uns dann eben auch arrangieren. Wenn du zu der Entscheidung kommst, ich meine es jetzt wirklich ernst, ich will jetzt wirklich in 2022 noch wissen, was entspricht meiner Mission, was entspricht meinem Seelenplan, was ist wirklich der wahre Grund meines Daseins her? Ja. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was soll das Ganze hier auf der Erde? Das waren Sätze, die mich in meinem früheren Leben ganz arg immer beschäftigt hatten. Und dann entscheide dich bitte auch dafür und frag dich mal ab sofort, was sind noch Dinge, die du in deinem Leben bislang machst, die dazu überhaupt kein Beitrag sind. Unter anderem dir vielleicht die Geschichte zu erzählen. Ich habe jetzt schon so viel in mich investiert, jetzt ist mal Schluss, ich krieg das auch alleine hin. Auf die Idee wären wir als Kinder nie gekommen, irgendwas alleine hinkriegen zu müssen,
wenn wir lesen lernen wollten oder rechnen schreiben oder rechnen lernen wollten. Da hatten wir immer Mentoren an unserer Seite, die uns den Weg gezeigt haben, Lehrer. Wir haben ja auch unsere Eltern gefragt, wie geht Schreiben? Wie schreibe ich ein A, wie schreibe ich ein B, wie schreibe ich eine 1, wie schreibe ich 100? Das ist ganz natürlich, Menschen an der Seite zu haben, die einem den Weg zeigen. Und da ist es auch ganz natürlich, wenn du andere Ergebnisse in deinem Leben haben möchtest jetzt und es wirklich ernst meinst, in diesem Jahr jetzt, und das sind nur noch knappe 6 Wochen, deinen Seelenplan zu entdecken, wirklich daraus deinen Seelenberuf zu kreieren, die Geldthemen mal dahingehend zu heilen, dass einfach mal Geld einfach zu dir fließt, an deiner Seite ist, indem du dem Ruf deiner Seele folgst, um dann 2023 mal komplett in dein neues Leben, so wie du es vielleicht schon seit Jahren haben möchtest, endlich durchstartest. Dann klickst du jetzt auf den Link, den ich dir hier unten drunter verlinke. Melde dich an in der Akademie. Lass uns gemeinsam deinen Seelenplan entdecken. Lass dich begleiten. Wir werden daraus auch deinen Seelenberuf kreieren. Und wir werden uns Geldthemen anschauen und die lösen, weil das ist einfach eine Basis, um in dem freien Leben auch anzukommen, wo du gerne hin möchtest. Weil frei und selbstbestimmt zu leben, heißt auch einfach, sich von diesen Themen auch zu lösen, wirklich frei zu sein und wirklich alles das zu empfangen, was es dazu braucht. Es wird auf dem anderen Weg nicht funktionieren. Du kannst nicht erst ernten und dann säen. Das geht einfach nicht. Mein größtes Learning, meine größte Veränderung war, als ich begonnen habe, immer und immer wieder in mich zu investieren, ganz egal, was ich bis dahin schon investiert hatte, weil das entspricht unserer ganz natürlichen Evolution, Weiterentwicklung. Und die beste Investition, gerade in Zeiten wie jetzt, ist die Investition in sich selbst. Die wirst du immer hundert- und tausendfach zurückholen. Alles andere ist Geld zum Fenster rausgeworfen. Klingt vielleicht ein bisschen seltsam, ist aber so. Die beste Investition ist einfach die Investition in dich selbst, weil dieses Wissen, dieses Learning, dieses Vorankommen, das kann dir niemals jemand mehr nehmen. Niemand im Außen. Das hast du. Und dann bist du jederzeit in der Lage, mit diesem Wissen, mit der Klarheit zu deinem Seelenplan und mit der Klarheit, wie du dem Ruf deiner Seele folgst, dir dein freies Leben zu gestalten. Es wird dir niemand im Außen mehr Vorschriften machen können, wie du lebst, wo du lebst, wie viel Geld du empfängst, wie deine Kontostände sind, wie die sich täglich füllen und, und. Du kommst dann in deinem selbstbestimmten freien Leben an. Aber du darfst dich dafür entscheiden. Niemand anderes. Wenn du es ernst meinst, im Kommentarfeld ist der Link. Meld dich an. Alles Weitere machen wir gemeinsam. Ich freue mich auf dich im internen Bereich und auf unsere gemeinsame Zeit. In diesem Sinne, ciao, ciao.